Gleich geht's weiter mit magischen Momenten und ihren Stars. Präsentiert von Radeberger. Freut euch, es ist Märchenzeit auf Pro7. Stellt euch noch mal vor, wer da alles mitmacht. Die größten Stars in den schönsten Märchen. Mai Krüger, Heinz Hönig, Janine Reinhardt, Julia Stinshoff, Christian Tramitz, Michael Kessler. Was hast du denn für riesige Nasen? Ja, Pfui, das ist ja direkt abartig. Seid ihr Rapunzel? Nein, ich bin Dornröschen. Hallo Schneewittchen. Bernhard Hoecker, Manu Lubowski, Sonja Kirchberger, Grit Böttcher, Axel Stein und viele, viele mehr. Heute backe ich, morgen brau ich und ihr könnt mich am Arsch lecken. Erzähl uns was Neues. Ihr scheiß Bullen. Das hätte ich mir selber nicht besser zaubern können. Ich wünschte, ich würde endlich mal was kapieren. Die Pro7 Märchenstunde ab 20. März, immer montags, 20.15 Uhr. Also ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf euch. Bis bald. Dann leg los. Ich kann das nicht essen. Ich kann keine Zwiebeln essen. Stressige Aufgaben für die vier verbleibenden Mädchen. Oh Gott, das verstehe ich einfach nicht. Fahre ich in die Richtung oder in die Richtung? Du musst mehr von dir rauskommen. Mein nächster Fotoshoot wird ein Bodypainting sein. Als Topmodel. Gut, ihr seid nackt, das kann man nicht verleugnen. Darf man nicht zimperlich sein. Heidi Klum sucht Germany's Next Topmodel. Mittwoch, 20.15 Uhr, Pro7. Und danach... Entscheide dich! 100 Millionen Dollar. Doch er bekommt sie nur, wenn er der Richtigen sein Ja-Wort gibt. Ich bin nicht interessiert an einer gottverdammten Vagina. Ich will dich bloß heiraten. Ein Erbe, das ihm alles abverlangt. Ein Kind, das ist alles. Chris O'Donnell, Renee Zellweger. Was zum Geier sind denn das alles für Frauen? Der Junggeselle. Mittwoch, 21.20 Uhr. Pro7. Haben Sie den Artikel über die Morde in Kansas gelesen? Nee, ich denke, darüber will ich schreiben. Oh, uns interessieren keine Insider-Informationen. Wissen Sie, es ist mir völlig egal, ob Sie wer immer das war kriegen. Mir nicht. Seit ich ein Kind war, haben die Leute geglaubt, sie hätten mich durchschaut. Weil ich so rede. Und sie liegen immer daneben. Sie werden überwältigt sein von Perry Smith. Wer hat sich um dich als Kind gekümmert? Im Waisenhaus. Es ist, als wären Perry und ich im selben Haus aufgewachsen. Er stand auf und ging zur Hintertür raus. Und ich zur Vordertür. Schuldig. Wie lautet das Strafmaß? Die Todesstrafe. Wenn ich daran denke, wie gut mein Buch werden kann, stoppt mir der Atem. Im September wird er tot sein. Ich werde Ihnen dabei helfen, einen richtigen Anwalt zu finden. Danke. Welcome back, ladies and gentlemen. Our next presenter.